Herzlich willkommen bei einer spontanen Aufnahme von einem früheren Spiel von vorgestern. Ich begrüße euch bei einer spontanen Aufnahme von League of Legends im gewundenen Wald. Warum das so komisch heißt, weiß ich jetzt auch nicht, aber egal. Ja, vor 2 Tagen habe ich mit einem Arbeitskollegen Dark Soul Reaper League of Legends gespielt, wie gesagt in 3 vs 3. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil es war ein schönes Spiel und ich hoffe, dass wir mit der Kamera jetzt gut hinbekommen, sonst haben wir hier ein kleines Problem. Ich mache mal nur eine Kamera, weil gewisse Aufnahmen bei Regie dauern mir ein bisschen zu doof kommen und deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Also, ne, also würde ich mal starten jetzt. Also wir, Christian Angel spielt mit Ahri, dann Dragon Soul Reaper spielt mit Ashe und wir haben hier noch einen Mitstreiter. Den Namen tue ich jetzt nicht erwähnen, könnt ihr selber lesen. Der spielt Master Yi oder Yi, keine Ahnung. So. In den gegnerischen Team haben wir Garen, Kog'Maw und Jinx. Und würde sagen, starten wir einfach mal. Bam. So. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich werde es ein bisschen live, ein bisschen nebenbei auch ein bisschen kommentieren. Und ich denke mal, ja, okay. Also ich tue jetzt nicht als erzählen, was wir jetzt alles kaufen, sondern nur einfach so ums Gameplay. Und ja, genau, mehr gleich nicht zu sagen. Ashe ist, also Dragon Soul Reaper ist schon losgelaufen. Ja, und ja, Master Chi ist genauso schon auf dem Weg auf der oberen Lane. Und ich und Dragon Soul Reaper, also ich tue jetzt einfach mal Ahri und So Ashe, spielen auf der unteren Lane. Es gibt ja eigentlich nur 2 Stück und eine Mid-Lane, sag ich mal so, aber es ist der Dschungel. Deswegen, ja, tue ich mich jetzt schon mal vorher schon mal entschuldigen, wenn ich hier irgendwie welche Aussagen sage, die nicht zutreffen, was man so kennt. So, auf unserer Lane spielt als gegnerische Partei die Jinx momentan und bei Master Chi haben wir Mokav und Dings halt, ja, Garen am Start. Garen ist momentan noch in der Mitte, versucht an Master Chi ranzukommen, aber ich denke mal, er hat es kapiert, dass da einer ist. Und versucht es ein bisschen safe zu spielen. Wir beide versuchen hier unten noch ein bisschen zu farmen und ich mache die erste Attacke an Jinx schon mal, um ja ein bisschen sie zurückzudrängen, dass wir hier ein bisschen Freiraum haben. Und Garen kam mir dann von oben, von der Mitte aus, von oberen Lane auf die untere Lane runter, um Jinx zu unterstützen. Ja, hat nicht so richtig geklappt, warum auch immer. Ich denke mal, muss er beim nächsten Mal ein bisschen mitlernen. Master Chi hier oben tut auch gemütlich farmen oben, ist auch schon Level abgestiegen auf Level 2 und ja, tut den Gegner ordentlich zurückdrängen. Wir beide hingegen versuchen uns immer noch ein bisschen zu verteidigen und auch ein bisschen vorzustoßen, aber Garen versucht dauernd uns entgegen zu rucken oder sagen wir so, also versucht uns ein bisschen zurückzudrängen, aber leider funktioniert das nicht, weil ich irgendwie noch zu viel Schaden an ihn mache. Wie man sehen kann, der Ball macht ganz schön viel Damage. Ja, Master Chi hat eigentlich immer noch keine Probleme bis jetzt. Der Hund, ja, der bellt nur, aber macht nicht viel. So, hier haben wir leider ein Dings was verpasst, deswegen tue ich mal ganz kurz zurückspulen. ich habe jetzt zu viel gequatscht. Garen hat versucht anzugreifen, aber ohne Erfolg, wie man sehen kann. Und mein erster Kill, also First Blood sozusagen, für diese Runde, die geht an uns. So, ja, Ashe tut sich halt erstmal wieder ein bisschen heilen, sonst haben wir ja ein größeres Problem. So, Jinx versucht es immer noch, aber wie man sehen kann, naja, ups. Nicht so einfach gegen 2 Leute. Ja, bei Garen ist halt gegangen, ist, ja, geht's halt ein bisschen schlecht. Ich versuche jetzt hier auf der oberen Lane Dings Master Chi zu helfen, aber ich kriege eher einen Schaden vom Turm ab. Also hat das nicht so viel gebracht auf erster Linie. Und da kommt schon Garen und will mir auch den Gar ausmachen. Aber tja, ich bin leider schon viel zu früh unterwegs. Deswegen kann er mich auch jetzt nicht mehr hier erreichen. So, wir beide gehen jetzt hoch. Ah nee, stimmt. Ja, er versucht allerdings Dragon Soul Reaper, hier unsere erste, keine Ahnung was das ist, ja, das da halt, ne, so. So, gut. Auf der oberen Lane, ja, stehen wir jetzt gerade hier und versuchen mal aktiv zu helfen. Ashe dabei dagegen, ja,
hat Funken und Sterne über sich und denke mal, es läuft gut. Wir versuchen hier gerade momentan auch Garen auch ein bisschen zurückzudrängen, aber naja, da ja noch sehr viel unterm Turm steht, können wir leider dagegen nichts unternehmen. Hier habe ich leider, ja, wollte ich eigentlich gar nicht, aber naja, wenn man Spaß dran hat, kann man es mal machen. So. Ja, ich bin wieder runter auf der unteren Lane, um Ash zu helfen. Ja, weil es auch wieder unten wieder alle beide sind. Und ja, Ash kriegt halt schon gerade ein bisschen leichte Probleme, aber mit seinem Feuerhagel sollte es kein Problem sein. Und Garen hat halt Master Chi hier oben erledigt. Da werden wir mal ganz kurz zurückspulen, um das auch mal anzuschauen, was da überhaupt los war. So, da ist der Kampf. Man merkt hier erst schon, er hätte gute Chancen gehabt, aber ist leider, ja, hat es leider nicht geschafft. Garen hat halt leider noch einen Finisher reingehauen, also nicht die Ulti, sondern ganz normale Attacke mit hohem Schadenwert. Und somit hat halt Jinx leider Probleme gehabt. So, wir sind hier, dann bin ich jetzt wieder in die Fallen reingelaufen von Jinx. Aber nichtsdestotrotz, kann man machen, muss man aber nicht. So, da wollte ich ihn eigentlich wieder bezirzen, den Hund, aber er mag mich nicht, also kann man leider nichts dagegen machen. Hier wollte ich jetzt in dem Sinne auch vorstürmen, um ihn noch zu bekommen, aber die Vasallen haben mich leider nicht gelassen, weil, naja. Aber den Kill kriege ich trotzdem. Leider hat mich der Turm in dem Sinne auch erledigt, aber naja, man kann nichts sagen. Meine Aktion hat aber dafür gereicht, dass echt zurückziehen muss. Was auf einer Seite blöd war eigentlich im Endeffekt. Es war eigentlich für mich jetzt in dieser Hinsicht nur der Kill, eigentlich so Kill-geilere Endeffekt. Aber naja, Endeffekt hat es halt den Gegner auch einen Kill gebracht. Und in dem Moment steht es jetzt auch 2 zu 2. So, Master Chi versucht jetzt ein bisschen die Monster ein bisschen zu killen, um ein bisschen zu farmen. Und ja, Ash ist hinter mir und wir sind ja beide gestorben. Und er versucht das Ding einzunehmen, was eigentlich schon eingenommen ist. Ich hoffe, er versteht das irgendwann mal, weil im späteren Spielverlauf probiert das erst noch einmal. So, wir sind jetzt wieder unten auf unserer Lane. Und ja, wir versuchen jetzt wieder vorzupushen, sagen wir mal so, weil sonst sind sie zu nah am Turm. Und bevor sie den Turm kaputt machen, will ich doch lieber, dass wir den anderen Gegner den Turm noch machen. Ash versucht jetzt hier den Master Chi zu unterstützen. Ob das uns gelingt, ob das überhaupt funktioniert. Und ein Kill für Master Chi. So, kann man machen, muss man aber nicht. Aber es ist okay, es steht jetzt 2 zu 3 für uns. So, ich da unten versuche immer noch den Turm so ein bisschen zu verteidigen. Alleine gegen 2 ist eigentlich möglich, aber ich war mir dann noch nicht so sicher, solange ich meine Ulti noch nicht hatte. Und Ash kommt halt von oben und tut mich jetzt auch in dem Sinne unterstützen. Ich wollte den Hund angreifen, aber der Hund lässt mich einfach nicht. So. Master Chi kommt auch wieder zurück auf die oberen Lane, wie ich unten an der Karte sehen kann. Und ja, wir warten jetzt hier einfach mal ein bisschen. Wir müssen ein bisschen safe spielen auch. Wir wollen ja nicht einfach hier drauf gehen. Das macht ja keinen Sinn in dieser Sache. So, wir gehen jetzt mal hoch. Und Master Chi versucht wieder einen Garen anzugreifen. Man könnte jetzt denken von der Energieanzeige, jetzt, ja, der hat doch eigentlich gute Chancen normalerweise. Nur das Problem ist, er ist unter dem Turm. Und da komme ich und versuche den Kill abzugeiern, sage ich mal so, aber ohne Erfolg mal wieder, weil, naja, man kann halt nicht alles haben im Leben. So, Master Chi versucht hier den Turm zu klicken, rennt wieder rein und stirbt wieder vom Turm. Warum auch immer, das ist eine Sache für sich und das muss man nicht verstehen. Dieser Kill hätte nicht sein müssen. Naja, kein Kill für die Gegner, aber trotzdem ein Verlust, der jetzt in unserer oberen Lane jetzt frei ist für Garen, dass er vorpushen kann. So, ich versuche Garen zu besiegen, aber hat es funktioniert? Ich bin mir nicht so sicher. Die Energieanzeigen sehen schlecht aus für uns. Ich bekomme ihn, ja, aber sein Entzünden hat mich leider auch mit erwischt. Also auch wieder One-Bone-Kill, ja, boah, sagt man heutzutage in solchen Kampfspielen. Aber das können wir ja mal machen, ne? So, Master Chi ist auch wieder oben und versucht jetzt auch ein bisschen vorzupushen. Geht auch wieder gleich unter den Turm, hoffe ich, und macht auch mal ein bisschen Damage. Ash ganz allein unten gegen 2, aber er bewährt sich gut und, ja, viel Erfahrung, viel Skill. Macht auf jeden Fall einen guten Spieler draus. So,
wenn man weiß, wenn man sich zurückziehen muss. So, Master Chief versucht reinzukommen unten in unseren Lane und uns zu unterstützen, aber hat leider den fehlenden Gank nicht erreicht. Er war einfach zu früh da und somit hat er halt auch nicht viel Erfolg gehabt. So. Ja, Garen versucht jetzt hier oben Master Chief zu besiegen. Er geht in den Busch hinein. Wir wissen es nicht, dass er ist, aber ich habe es gewusst, irgendwie auf einer Seite. Und wir zu dritt auf Garen und naja, wir wissen, wie es ausgeht. No Chancen für Garen, war er einfach ja, allein gegen drei. Das ist ein bisschen unfair, aber egal. Kills ist Kills und wir brauchen das Geld und wir sind jung. So. So, jetzt sind wir zu dritt auf der unteren Lane und versuchen den Turm jetzt mal ein bisschen anzugreifen. Was aber leider uns nicht so einfach ergibt, weil die Vasallen halt wieder neu nachrücken und somit auch halt ja, uns den Weg versperren. Master Chief geht wieder nach oben, versucht jetzt seine Lane wieder auch wieder ein bisschen vordermann zu pushen, dass er auch hier ein bisschen mal vorankommt. Wir bei den Gegnern versuchen jetzt gegen die beiden jetzt wieder mal wieder zu kämpfen, weil unsere Vasallen gehen langsam auch wieder alle drauf und wir müssen mal gucken, was wir hier machen. Elch kommt langsam in Podolia mit seiner HP-Anzeige und er versucht es wie gut wie möglich. Elch mit seiner Ulti drauf, Elch geht leider down, aber naja, ich hätte jetzt hinterher rennen können und somit auch einen Kill abgreifen können. Aber naja, ich versuche trotzdem und krieg trotzdem meinen Kill auf die Reihe. So, dritter Kill für mich, glaube ich, ist das. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich habe mich noch gut retten können und somit habe ich den Kill erreicht. Und in der Zwischenzeit ist, naja, Master T auch wieder mal draufgegangen, wie seltsamerweise, wo er eigentlich ein höheres Level, ja fast das gleiche Level hat, aber hat leider sich ja, zu weit vorausgewagt mit Garens und Drehungen, hat leider Master T nicht so viele Chancen. So, hätte da wahrscheinlich dann eher vielleicht einen Heilungstrank benutzen können, wenn er einen hätte, ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt hier sehr wenig HP, also Life Points. Und versuche wenigstens noch halbwegs, bis Ash da ist, den Turm ein bisschen zu verteidigen, so gut wie es geht. Also ja, hat eigentlich auch gut geklappt, bis Ash kommt ja schon wieder hier von hinten angelaufen. Easy. Frag mich gerade, ob ich jetzt überhaupt in die Base zurückgegangen bin, aber ich glaube nicht, weil ich habe irgendwann zwischendurch ein bisschen Energie bekommen und habe dabei da gelassen. Ja, genau, so ungefähr. So, Master Chief ja, kommt auch wieder an den Start von der oberen Lane und ja, schauen wir mal, wie er sich diesmal ergibt gegen Garen, ob er ihn diesmal killen kann oder auch nicht. Hier ein kleiner Fehler von den kleinen Hündchen. Er ist halt irgendwie naja, sinnlos reingelaufen und dachte, er könnte ihn besiegen, aber leider hat es leider nicht gereicht. Also für uns hat es auf jeden Fall gereicht, aber nicht für ihn. So, zweiter Kampf gegen Garen, gegen Master Chi. Wer wird diesmal gewinnen? Hoffen wir mal, dass Master Chi daraus gelernt hat, dass es nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein soll. Echter Weinen hingegen hat einen Turm von der gegnerischen Seite erledigt und somit auch gereicht. Leider hat ja, Garen wieder Master Chi besiegt und ich versuche jetzt den Kill wieder abzugreifen. Aber ich bin mir trotzdem noch ein bisschen unsicher, weil er halt schon ein bisschen mehr Energie, wie man gedacht hat. Leider hat es nicht gereicht und somit bin ich gestorben. Momentan steht es jetzt aber auch 7-7, also Gleichstand von den Kills-Serien, also ja, sollte eigentlich kein Problem sein. Und Ash behauptet sich hier ganz allein hier unten. Mut und tapfer sind ihm gepriesen mit einer Ulti erstmal raus. Wo siegt Jinx? Und somit macht er weiterhin nochmal den Streubfeuer und macht den zweiten Kill in Doppeltötung. Nice. Schönes Spiel auf jeden Fall bis jetzt und es kann eigentlich ruhig so weitergehen bis zum Ende. Momentan haben wir jetzt zwei Kills in Überschuss. Master Chief versucht wieder gegen Garen zu kämpfen, aber leider mal wieder nicht erreicht und somit steht es wieder 8-9. Es ist spannend, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich labern soll. Es ist einfach ein bisschen sehr stark. Auf jeden Fall, hier sieht man, Ash versucht den Turm runter zu ballern, sagen wir mal so jetzt, mit Schaden drauf zu hauen. Ich habe jetzt versucht, gegen Garen zu kämpfen, hat es aber leider auch nicht geschafft, weil ich irgendwie zu wenig Selbstbewusstsein habe, sage ich mal so jetzt. Weil in manchen Stellen muss man sich einfach denken, okay,
versuchen oder nicht versuchen. Jetzt angreifen oder nicht angreifen. Ab gewissen Momenten des Spiels muss man einfach wissen, okay, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Und das ist halt immer so eine Sache. Ash zieht sich zurück, von Jinx wird angegriffen und somit halt auch, ja. So, hier versuche ich jetzt Garen eigentlich an die Pelle zu rocken, zu hocken, aber da Garen halt immer noch ein bisschen sehr viel HP hat und sehr viel Verteidigungsabwehr hat, ist es für mich als mit Verteidigung eigentlich nicht einfach. Hier hat er versucht, Master Chi schon wieder das Ding einzunehmen, was eigentlich schon Ash schon eingenommen hat. Ash ist auch wieder zurück zur Base gegangen und somit halt auch, ja, neu wieder zu kaufen, zu shoppen. Keine Zalando-Schuhe, aber ich denke mal, hoffe, ordentliche Sachen, die mehr Damage verursachen, weil Schuhe bringen hier in diesem Spiel nichts. So, er versucht immer noch das Ding einzunehmen, was eigentlich schon eingenommen ist, aber naja. Master Chi kommt von unten und versucht jetzt Garen mal ein bisschen Druck auszuüben. Ich verballer leider meine Kugel ins Nirgendwo und somit haben wir hier wieder einen Gleichstand. Ash behauptet sich allein immer noch und ja, versucht immer das Beste draus zu machen. Aber leider verschwinden die alle ganz schnell und auch mit sehr wenig HP. Schade, aber hätte eigentlich ein guter Kill sein können. So, Master Chi läuft unten rum und versucht wahrscheinlich echt zu helfen und zu unterstützen. Aber er ist noch nicht so ganz sicher. Jetzt greift er an und Kill für Ash. So, 8 zu 10. Und wir liegen jetzt noch stark in Führung und wir wissen ja, wie es jetzt schon ausgeht. Es könnte gut sein, dass es einfach jetzt langsam mal zum Ende geht. So, Ash tut jetzt den letzten einen Turm runterbrechen, macht ihn kaputt und ich bin auch oben an der oberen Lane und mach den anderen Turm kaputt. Doppeltötung im Turmverhältnis. Kann man so sagen, oder? Oder ist es so oder ist es nicht so? Ich weiß es nicht. Aber wir werden ja sehen. Das Spiel geht ja nicht mehr lange. Ash versucht jetzt hier links den kleinen Hund hier in den feindlichen Linien zu besiegen. Er macht auf jeden Fall haufenweise Damage. Ich denke mal, der hat auf jeden Fall sehr gut gekauft. Was er gekauft hat, will ich jetzt nicht gucken, weil, naja, man kann ja, ja sonst die Spielerfahrung unter zu spoilern. Hey, hier, der hat das und das gekauft und beim nächsten Mal weiß ich, wenn man gegen ihn antreten, was er kauft, wo man gegen ihn kontern kann. So, Ash geht zurück und greift wieder gnadenlos an und tötet den Hund mal wieder und ein weiterer Kill für Ash. Schöne Sache, feine Sache. Garen zieht sich auch wieder zurück, weil er gemerkt hat, hey, okay, nein, das können wir nicht machen. Schade. Gut, Garen versucht jetzt ein bisschen Druck auszuüben aus uns, auf unserer Lane hier, dass wir nicht voranschreiten. Ash ist auch wieder zurück in die Base, um neues Equipment zu kaufen und gleich wieder auch am Start in der unteren Lane. Hoffe ich mal, oder er kommt zu uns, ich weiß es nicht, was er genau ist. So, wie ihr sehen könnt, wir können kaum noch richtig viel Schaden machen und wir versuchen so auf jeden Fall das Beste draus zu machen. Er ist auch schon Level 11, ich bin Level 10 und Master Chi ist Level 9. Ash ist auch Level 10 und sie wird jetzt wahrscheinlich gleich zu uns zur Unterstützung kommen und somit einen auch einen Garen mal wieder einen Garaus machen. Ha, Wortwitz. Kann man ja mal sagen, okay. Ja, wie ihr seht, der Spiel ist gerade fühlt voll veraimt in der Videospielszene und ja, mit Ash an seiner Seite sollte es eigentlich kein Problem sein. Warum ich nach einer gewissen Zeit keine Ulti mehr benutzt habe, weiß ich selber nicht mehr. Einfach nur totaler Fehler. Hier habe ich meine Bezirzen auf den Gang gemacht und den Turm hat leider nicht gebracht. Aber Ash dort hinter der Mauer allerdings Garen auch schön unter Druck setzen und somit halt auch ihn zu Rückzug befördern oder ja, zu zwingen in dem Sinne. Und Ash kriegt erstmal einen Schaden vom Turm ab, aber er hat noch ein Schutzschild drin und somit ist es dann kein Problem, dass er keinen Schaden bekommen hat. So, Jinx und den Modokao versuchen jetzt unten uns entgegenzukommen. Schaffen es leider nicht, aber naja, wir kriegen wieder eine Doppeltötung. Aber naja, nicht von einer Person, sondern zwei halt. Chi und ich haben auf jeden Fall hier noch erzählt. Momentan steht es auf 8 zu 13 und ja, wir liegen eigentlich schon sehr stark mit dem Gold, sehr stark auch in der Führung mit 18.000 und die Gegner haben gerade mal 13.000. So, hier versuche ich noch ein bisschen Master Chi unterstützen bei den Monstern, dass er auch ein bisschen mal hochleveln kann, dass er ein bisschen mehr Schaden kriegt. Und hier durch Ash allein gegen den Garen ankämpfen. Leider hat es nicht funktioniert, weil die gegnerische Seite komplett alle aufgegeben haben. Ja, warum auch immer, aber sollte eigentlich okay sein. So, somit haben wir ein 3 vs 3 Spiel gewonnen. Die erste Runde mit meinem Arbeitskollegen Dark Soul Reaper in 3 vs 3 im gewundenen Wald.
Und es war ein schönes Spiel eigentlich und ich bin sehr erfreut, dass wir das gespielt haben. Ich hoffe, ich krieg in den nächsten Tagen, machen wir wieder noch ein paar Matches und hoffentlich auch schöne Runden. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt mit meinem Live-Commentary in dem Spiel League of Legends im Gefunden Wald. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Kommentare nach drunter, wenn ihr noch mehr sehen wollt und ich gucke, wie ich es hinkriege. Wenn das alles hier funktionieren sollte, wäre optimal. So, damit verabschiede ich mich mit League of Legends. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es zum weitere Let's Plays oder Videos geht von Thailand. Bis zum nächsten Mal. Euer ChristianAngel 3000 und haut rein. Ach, und nicht zu vergessen, schaut mal bei Mapstar 23 vorbei, bei Retro Friday. Letzter Freitag war wieder Mega Man am Start. Ein schöner Dings Let's Play vom Mega Man, von der ganzen Reihe, von der Mega Man Legacy Collection oder Mega Man Collection, sage ich mal so. Und ja, schaut immer mal rein. Nächsten Freitag, also diesen kommenden Freitag, wird wahrscheinlich wieder Shantae bei ihm laufen mit einem schönen sächsischen Dialekt. Und ich freue mich drauf. Und wenn ihr bis jetzt auch dran geblieben seid bei Mapstar 23, wird es euch auf jeden Fall freuen. Und wenn nicht, dann schaut auf jeden Fall rein. Auf jeden Fall sehr schönes Gameplay. Und ich hoffe, ja, ihr seid auch mal wieder alle am Start. Na, bis zum nächsten Mal, euer ChristianAngel 3000. Und wieder schauen, reingehauen.